Die Überschrift des heutigen Wortes lautet ohne Vorurteile. Und ich bin erschrocken, wie aktuell das ist. Und jeder hat sicherlich mehrere Beispiele aus den aktuellen Nachrichten im Kopf. Ein Begriff, der mir in den letzten Tagen immer wieder begegnet ist, ist unbewusstes Vorurteil. Vorurteile haben Menschen automatisch. Aber nur durch Bewusstmachen bzw. Eingestehen kann ein Vorurteil letztendlich auch ausgeräumt werden. Dabei hilft uns das Gespräch mit anderen Menschen, die zum Beispiel nicht unsere Hautfarbe, kulturelle Prägung, sexuelle Orientierung, Sprache, Meinung, Religion und so weiter teilen. Vielleicht überraschen wir auch mal jemanden durch unser Zuhören und unsere Aufmerksamkeit, wie Jesus es mit der Samariterin tat. Stell dir vor, du bist Maurer auf einer großen Baustelle. Am Ende soll da ein wunderschönes, alle Zeitalter überdauerndes Meisterwerk stehen. Du weißt, wie hart du arbeitest und dass du all deine Kraft und Liebe da reinsteckst. Aber du hast in deiner Ausbildung nie etwas über Statik, Elektrik oder Sanitär-, Heiz- und Klimatechnik gelernt. Und dann kommen da Architekten, Ingenieure und Statiker und du denkst dir, die haben doch überhaupt keine Ahnung von unserer Basisarbeit hier. Wie die schon rumlaufen und mit was für Poser-Autos die angefahren kommen. Und zwischendurch kommt wieder der Anlagenmechaniker vorbei und du denkst, was macht der denn schon wieder hier? Und was guckt er denn schon wieder so komisch? Wenn du dich dann von Vorurteilen leiten lässt, dich nicht mit den anderen absprichst, sie nicht ernst nimmst und irgendwann alle die Nase voll haben, dass die Zusammenarbeit einfach nicht funktioniert, dann hast du ein Problem. Denn du allein kannst dieses Haus nicht bauen. Und ja, es ist immer einfacher, mit Leuten klarzukommen, die ticken wie du. Aber nur indem du dich auch mal mit Leuten umgibst, die anders sind und deswegen auch andere Stärken und Kompetenzen mitbringen, kommt ihr auch voran. Ihr habt doch alle dasselbe Ziel, das Bauvorhaben erfolgreich abzuschließen. Auch unsere Gemeinde ist so ein Bauvorhaben. Und da können wir dann nicht alle Ingenieure sein. Da brauchen wir auch die Maurer, die Beton- und Stahlbetonbauer, die Kanalbauer, die Elektriker und viele mehr. Denn wir alle haben unseren Platz in der Gemeinde. Und wir haben auch immer Plätze frei für neue Geschwister, die mit anpacken wollen, damit unser Haus auf sicherem Grund steht und bis in alle Ewigkeit prachtvoll erhalten bleibt. Wie schnell grenzt man jemanden aus, der einem nicht gefällt, nicht im Trend ist oder eine andere Hautfarbe hat? Wie schnell verurteilt man einen anderen Menschen? Fällt es mir immer gleich auf, dass ich in diesem Moment vielleicht nicht das Richtige gesagt oder getan habe? Habe ich gemerkt, dass sich der Gegenüber unwohl fühlt und trotzdem weitergemacht? Ich denke, jeder war schon einmal in einer Situation wie dieser, haben voreilig etwas gesagt oder getan, was man im Nachhinein bereut. Oder war ich selbst diese Person, die schief angeschaut oder komisch angesprochen wurde? Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus. Jesus begegnet den Menschen damals, egal ob Mann oder Frau, arm oder reich, ohne Vorurteile. Lasst uns Jesus nachwandeln und immer wieder an uns arbeiten, wie wir uns nach außen zeigen. Lernen wir den Gegenüber besser kennen, ohne voreilig zu handeln. Wir als Gotteskinder haben einen Vorteil. Wir kennen die Liebe Gottes. Wir können diese weitergeben. Lasst uns niemanden ausschließen, auch wenn es ein täglicher Kampf ist. Gott hat nicht nur mich, sondern auch dich lieb. Ich bin gestern ziemlich auf die Schnauze gefallen. Nicht im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich. Dumme Geschichte eigentlich, denn ich war mit meinem Fahrrad 10 Meter vor der eigenen Auffahrt und wollte gerade einen alten Nachbarn grüßen. Da rutscht mir mein Vorderrad seitlich von der Straße und ich steige über den Lenker ab. Der Nachbar, den ich grüßen wollte, hat nur geschaut und solche Sachen gesagt wie: Wie kann denn sowas passieren? Da kann echt was schief gehen und da musst du doch aufpassen. Das hat mich ziemlich aufgeregt, denn ein Ist dir was passiert oder ein Alles in Ordnung war nicht dabei. Ich habe mir meinen Kommentar verkniffen,
mich hochgekämpft und mich nach Hause verzogen. In dem Moment habe ich den Nachbarn in eine Schublade gesteckt. Dem ist total egal, ob mir was passiert ist oder nicht. Der ist doch nur schaulustig. Und gerade als ich mich heute mit meinem Vater darüber unterhalten habe, ruft genau dieser Nachbar bei uns an und erkundigt sich nach mir, wie es mir geht und ob ich mir bei dem Sturz was getan habe. In dem Moment, wo ich den alten Mann in die Schublade gesteckt habe, habe ich es genau wie die Juden mit den Samaritern gemacht. Abgestempelt und weg damit. Heute hat mir Gott gezeigt, dass meine Schublade doch nicht so richtig war. Ich meine, der Anspruch, den wir zum Thema Vorurteile vom Alter her kennen, ist schon ziemlich hoch. Begegne allen Menschen offen und nimm sie an, wie sie sind. Das zu erfüllen, schaffe ich nicht mal ansatzweise. Aber vielleicht ist es schon ein erster guter Schritt, jedem Menschen eines zu schenken. Den Schlüssel, sich selbst aus deiner Schublade wieder zu befreien.